Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Workshop hier im Internet, Agile Care Workshop, jeden Montagabend, 20 Uhr, live. Mehr wollte ich gar nicht sagen fast. Also Sie sind vielleicht überrascht, mich wiederzusehen, weil Sie nach zweimal hintereinander meinen Vater hier gesehen vielleicht denken, na Mensch, der... Das ist vielleicht wieder permanent drüber, aber wir machen das so, wie uns das passt. Und ich hoffe, es passt Ihnen auch, dass Sie heute mich sehen. So. Also, seien Sie herzlich willkommen. Ich fange gleich mit der Präsentation an. Heute, 8.04.2024, ist das ein Montag. Deswegen haben wir heute hier den Workshop. Ich habe noch vergessen, aber das nur bis jetzt vergessen, auch noch diejenigen zu begrüßen, die sich dann im Nachhinein auch die Aufzeichnung anschauen und eben live jetzt hier nicht mit dabei sind. Auch Sie sind herzlich begrüßt und ich wünsche uns einen wunderschönen Workshop. Ja, ich konnte mich etwas erholen letzte Woche, aber zunächst erstmal hier unser wichtiger Hinweis, der nicht fehlen darf. Achtung, wichtiger Hinweis. Die Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen. Ich konnte mich ja letzte Woche schon etwas erholen. Ich habe etwas pausiert und ich habe mich, wie es mir scheint, sehr gut erholt. Ich merke das am besseren Schlaf. Tagsüber habe ich mehr Energie und mehr Ideen. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, über Pausen und warum Pausen, warum sind Pausen für uns wichtig. Und ja, dazu möchte ich hier etwas, gerade zu Anfang etwas ausholen. Wenn das Immunsystem, unser Immunsystem, Krankheitserregern, Toxinen, Infektionen oder Verletzungen konfrontiert ist, besteht seine natürliche Reaktion darin, sich zu wehren. Die Bedrohung muss beseitigt werden. Das ist der Auftrag. Und das löst das Immunsystem dadurch, indem Proteine freigesetzt werden und oder Antikörper freigesetzt werden zur Eliminierung der Störer durch erhöhte Durchblutung des betroffenen Bereiches. Das kann man erkennen an einer Entzündung dort. Das in dem Fall wäre das eine gewünschte Entzündung. Eine Entzündung, die das Ergebnis der Reaktion auf ein akutes Ereignis, also wie zum Beispiel eine Krankheit oder Verletzung, dort auftritt, die ist zunächst erstmal nicht gefährlich. Sie bedeutet eine Schutzreaktion und steuert die Grundfunktion des Körpers. Die häufigen Anzeichen einer akuten Entzündung sind Fieber, Schwellungen, Müdigkeit. Und wenn nun die Entzündung häufig auftritt oder gleichzeitig mehrere Entzündungen auftreten oder dies sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, ist das allerdings für uns schädlich. Und wir haben das Thema schon einmal beleuchtet, als wir über die chronischen Entzündungen oder die Silent Inflammation gesprochen haben. Aber was haben jetzt Pausen oder sogar Schlaf mit einer Entzündung im Körper zu tun? Man hat den Zusammenhang in den letzten Jahren etwas stärker beleuchtet, und zwar aus der Bedeutung des Schlafs und der Bedeutung der Funktion von Entzündung im Körper heraus. Diese beiden komplizierten Prozesse sind eng mit den gesundheitlichen Perspektiven des Menschen verbunden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Immunsystem des Körpers, der Entzündungsprozess und
die Schlafmuster alle denselben Regulator haben. Also es hängt zusammen. Also unser Schlafmuster wird durch unseren natürlichen Tagesrhythmus gesteuert. Diese Körperuhr beeinflusst Hormone und andere Funktionen, die den Schlaf- und Wachzyklus regulieren. Dabei ist bekannt, dass sowohl zu viel als auch zu wenig Schlaf dazu führen kann, dass Entzündungen im Körper entstehen oder beziehungsweise begünstigen. Also über das gesunde Maß jetzt mal in Anführungszeichen für Sie, hinaus, was also unser Immunsystem verkraftet. Und hier gibt es ganz viele Hormone, aber ich möchte über diejenigen sprechen, die diese beiden Sachen, nämlich Entzündungen und Schlaf, ja, fast direkt beeinflussen. Also haben wir einmal das Cortisol. Das ist ein Stresshormon. Und dieses Stresshormon sorgt dafür, dass dem Körper genug Energie für die Ausführung von Handlungen zur Verfügung steht in Stresssituationen. Also nicht im Allgemeinen, sondern in Stresssituationen. Und durch das Cortisol wird der Prozess zur Erhöhung des Blutzuckerspiegels angetrieben. Und zwar wird die Glukoseproduktion in der Leber gefördert. Und es wird die Insulinwirkung, dieser Insulinwirkung wird entgegengewirkt. Und alles dafür, dass dem Körper die Energie zur Verfügung gestellt wird. Cortisol wird in der Nebennierenrinde gebildet. Und hier gibt es genau wie beim Cholesterinkreislauf ein in sich selbst regulierendes System. Und dieses System nennt sich HHN-Achse. Das ist die Hypothalamus-Hypophyse-Nebennieren-Achse. Und falls Ihnen da schon mal der Begriff HPA-Axis oder HPA-Axis über den Weg gelaufen ist, das ist die englische Bezeichnung und bedeutet genau dasselbe, also Hypothalamus, Pituitary, Adrenal Axis. Also das ist das Gleiche, was Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenachse heißt. Das Hormon Melatonin, das ist unser Schlafhormon, sorgt dafür, dass wir müde werden. Und zwar, wenn es dunkel wird. Also wenn es dunkel wird, also Licht abwesend ist oder abwesend wird, schüttet die Zirbeldrüse Melatonin aus. Und Blutdruck und Körpertemperatur, die werden heruntergefahren. Und während wir schlafen, vollziehen sich in unserem Körper viele Prozesse, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Und dazu gehören Zellreparatur, Nervenreparatur, Zellaufbau, Muskelaufbau und Entgiftung der Leber, beziehungsweise in der Leber wird entgiftet, vielmehr. Dann die Erfahrung und Erlerntes, motorische Fähigkeiten oder Emotionen, alles, was wir tagsüber erlebt haben, wird nachts vom Gehirn sortiert und abgespeichert. Und wenn man zu wenig schläft oder die Tiefschlafphase zu gering ist, desto geringer ist auch unsere Fähigkeit, uns Dinge zu merken, uns zu konzentrieren. Wir werden vergesslich. Sie wissen ja, die eigentliche Vergesslichkeit im Alter hat vielmehr etwas mit der geringen Konzentrationsfähigkeit zu tun. Also das ist eben eventuell ein Zeichen dafür, dass zu wenig geschlafen wird oder die Tiefschlafphasen zu kurz sind. Und wer ausreichend schläft, der ist auch ausreichend. Also ausreichend in dem Sinne, wie das ist ausreichend. Also nachts wird das Hormon Leptin ausgeschüttet, welches das Hungergefühl hemmt. Oder andersherum, wenn man wenig geschlafen hat, hat man am nächsten Tag, also am Folgetag, viel mehr Hunger. Und noch ein wichtiger Hinweis, wenn man zu wenig schläft, reduziert sich auch die Fettverbrennung. Also alles eventuell Hinweise für Sie und für uns, was die Bedeutung von ausreichendem Schlaf ist und auch von ausreichendem Tiefschlaf.
Und obwohl sich beide, also die Cortisol und Melatonin, jetzt mal kurz zurück, wo sich da beide nicht direkt gegenseitig regulieren, sind beide Hormonrhythmen, das Cortisol und Melatonin, zeitlich eng miteinander verbunden. Also, wie ich habe ja schon gesagt, das Melatonin ist abhängig von der Abwesenheit von Licht und zeitlich gesehen um circa 3 Uhr morgens starten unsere Nebennieren mit der Produktion und Ausschüttung von Cortisol in unseren Körper. Und der Cortisolspiegel ist direkt nach dem Aufstehen am höchsten bei uns im Körper. Das haben Forscher gemessen. Beide Vorgänge sind für unseren Körper, für uns lebenswichtig und sind in unserem Körper chronische entzündliche Vorgänge vorhanden, so wird die Nebenniere unser Immunsystem immer auf Trab halten, diese zu klären. Permanent wird Cortisol ausgeschüttet, sodass es dazu kommt, dass die Rezeptoren im Gehirn hier nicht mehr das Signal einordnen können und weiterhin alle Schleusen offen halten. Das ist also wie so eine Endlosschleife. Es kommt dazu, dass die Nebennieren sich erschöpfen. Und hier benötigen wir auch eine Pause. Und wir sagen nicht ohne Grund nach einer Erkrankung, die Pause hat mein Körper gebraucht oder der Körper hat sich das genommen, was er gebraucht hat, nämlich die Pause. Und wir können das allerdings auch, also wir hier, die wir Agile Care nutzen, wir können uns dabei mit Agile Care unterstützen, indem wir helfen, die uns störenden Mikroorganismen zu eliminieren, Entzündungen reduzieren, so insofern. Das kann man, indem man hier allgemein betrachtet, spezifisch vorgeht, und zwar mit den Anwendungen A74, Entzündung allgemein, A272, rheumatische Arthritis, A21, Arteriosklerose, VEG3, chronische Müdigkeit und A355, Zahnherde. Und wer jetzt hier genau hingeschaut hat, hat diejenigen Anwendungen erkannt, die wir auch beim Thema Silent Inflammation oder chronische Entzündungen empfohlen haben. Also auch immer mal ganz interessant, die älteren Vorträge sich anzuschauen zu den Themen. Und wenn man bei sich bereits eine verschobene HHN-Achse festgestellt hat, können auch noch zusätzlich folgende Anwendungen hier sehr hilfreich sein, die betreffenden störenden Mikroorganismen zu eliminieren. Allen voran A227 Nebennierenstärkung, aber auch A369 Stressabbau. Wir reden ja über das Cortisol als Stresshormon. Hier ist auch der Stress gemeint, den unser Körper hat, also nicht nur der psychisch empfundene Stress, sondern auch der Stress, der unseren Körper auf Trab hält. Die Anwendung C526 Endokrine RXTR, da steht die Erklärung dann in den Klammern, stimulierend für Zirbeldrüse, Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren und Thymusdrüse. Also eben, wir gehen ja davon aus, dass hier eventuell dann der Hormonhaushalt hier außer Rand und Band ist, also da wie so eine Endlosschleife ohne Pause eben Cortisol in unseren Körper gepumpt wird, sodass eben die Rezeptoren im Gehirn nicht mehr erkennen, Mensch, hier haben wir schon genug, das müssen wir jetzt mal stoppen. Also hier, dort werden die Mikroorganismen eliminiert, die diese Funktionen hemmen. Und natürlich, wir reden ja davon, dass eben in der Leber da entgiftet wird. Wenn die ständig unter Strom steht, kann sie auch nicht ordentlich entgiften. Also auch da die C933 Leberunterstützung als Empfehlung von uns. Das ist natürlich nur ein Auszug. Ich könnte hier noch ganz, ganz viel aufzählen, weil womöglich sehr, sehr viele Anwendungen hier gegen die störenden Mikroorganismen dazu führen, dass eben die Entzündung im Körper
sich reduzieren, weil eben die Auseinandersetzung mit den Störern, mit den Mikroorganismen dann reduziert werden. Ich kann hier aber nicht den gesamten Katalog von AgilCare, also die 3000 Anwendungen, vorlesen. Gehen Sie für sich spezifisch vor. Das ist ja das Vermächtnis, was wir von Dr. Reif erhalten haben. Spezifisch und selektiv gegen die Sie, also Sie persönlich, störenden Mikroorganismen. Gönnen Sie sich ausreichend Pausen und Nachtschlaf. Auch hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, warum Sie eventuell nicht schlafen können. Ein paar Lösungen haben wir von dem Baubiologen Gerd Brendel zu unserem Symposium in Storkow gehört. Also auch Umweltfaktoren dürfen hier in Betracht gezogen werden. Gönnen Sie sich auch Pausen von negativen Gedanken, Gefühlen, Personen. Ich sagte ja Pausen, also nicht der permanente Ausschluss, weil die Auseinandersetzung, die ist auch notwendig, um eben zu einer persönlichen Lösung zu gelangen. Aber man muss hier auch Pausen haben. Also gönnen Sie sich das. Wir haben heute auch noch, das habe ich gerade jetzt noch zum Schluss erfahren, haben wir auch noch eine neue Setup-Version zur Verfügung gestellt. Also es sind jetzt 3000 plus Anwendungen, die wir in unserem Katalog zur Verfügung gestellt haben. Also Sie können sich wie immer auf unserer Seite ulrich-mtc.de/download dort unter dem Punkt Setup AgilCare Pro und AgilCare Parallel. Dort können Sie sich dann, wenn Sie dem Link folgen, die aktuelle Setup-Version herunterladen und dann wie angegeben installieren und dann nutzen. Wir haben ja auch wieder angegeben, was für Anwendungen wir hinzugefügt haben. Und ich kann Sie schon darauf vorbereiten, dass das in der nächsten Zeit auch noch mehr wird. So viel dazu. Also momentan, wie gesagt, die Version 8.2.2, die zur Verfügung steht für den Download und die Installation für Sie. Ja, und jetzt habe ich ganz viel über Pause gesprochen und jetzt habe ich auch Pause, beziehungsweise mein Vortrag hat Pause. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unsere Folien mit den Kommunikationswegen und auch, wie Sie als begeisterte AgilCare-Nutzer eine Tippprovision erhalten. Vielen, vielen lieben Dank dafür, für Ihre Empfehlungen, schon auch hier im Voraus bereits. Die Folien habe ich Ihnen hier in Ihren Download auch mit integriert, sodass Sie sie sich auch anschauen können. Und wir kommen jetzt dann zur Beantwortung Ihrer Fragen. Lieben Dank an meine Eltern, die ihr die Fragen im Hintergrund zur Beantwortung vorbereitet habt. So muss ich jetzt nicht durch den Chat suchen und dann die Beantwortung der Fragen eventuell in die Länge ziehen.